Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich reingeklickt haben zu einer neuen Ausgabe von Nachtvorlesung nachgefragt, Ihrem Asklepios Gesundheitsmagazin hier im Internet. Heute geht es bei uns um das Leben nach dem Schlaganfall und ich begrüße zwei Gäste an meiner Seite. Herzlich willkommen, Professor Dr. Rudolf Töpper, Chefarzt der neurologischen Abteilung in der Asklepios Klinik in Harburg und an seiner Seite Christine Gebert, Logopädin auch von der Asklepios Klinik in Harburg. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Frau von Tiedemann. Guten Tag. Vielleicht zum Anfang eine Frage, dass man sich nochmal die Tragweite dieser Erkrankung vorstellen kann. Inwieweit verändert wirklich das Leben, verändert sich das Leben eines Patienten, der einen Schlaganfall bekommt? Ich glaube, in erster Linie ganz plötzlich, oder? Also der Begriff sagt es ja schon. Ein Schlaganfall ist ein Blitz aus heiterem Himmel, der natürlich, wenn es schwerer ausgeprägt ist, das Leben eines Menschen schon sehr verändern kann. Was sind denn so die Auswirkungen, die der Schlaganfall haben kann? Der Schlaganfall hat Symptome auf dem Gebiet der Bewegung. Häufig führt er zu einer Halbseitenlähmung. Er kann zu Sprachstörungen, zu Schluckstörungen führen. Er kann zu Gangstörungen führen oder Schwindel oder Doppelbilder. Ich glaube, beim Schlaganfall, wenn der einmal passiert ist, gibt es zwei Sachen, die Ärzte zu tun haben. Erstens, soweit ich weiß, die Folgen des Schlaganfalls möglichst zu begrenzen, beziehungsweise, wenn es geht, auch ein bisschen rückgängig zu machen. Frau Gebert, da kommen Sie dann ins Spiel, da werde ich Sie gleich noch mit einbinden. Ja. Und zweitens ist es ja natürlich ganz existenziell, dass nach einem Schlaganfall nicht noch ein weiterer auftritt. Und da sind Sie, Herr Professor Töpper, glaube ich, für zuständig. Ja, wir sagen manchmal etwas salopp, nach dem Schlaganfall ist vor dem Schlaganfall. Natürlich hat ein Mensch, der einen Schlaganfall erlitten hat, ein erhebliches Risiko, einen weiteren Schlaganfall zu erleiden. Es ist Aufgabe der Ärzte, eben die Ursache des Schlaganfalls herauszufinden und dann entsprechende Behandlungen einzuleiten. Behandlung heißt eben in erster Linie Medikamente. Es gibt Risikofaktoren für den Schlaganfall, hoher Blutdruck, Zucker, Bewegungsmangel, Rauchen. Und hier ist es natürlich dann wichtig, den hohen Blutdruck richtig einzustellen, den Zucker einzustellen, das Rauchen einzustellen. All diese Dinge müssen eben nicht nur in den ersten Wochen, sondern tatsächlich dann lebenslang weiter durchgeführt werden. Ist nach einem Schlaganfall eigentlich das Risiko für andere Erkrankungen auch gleich erhöht? Schlaganfall beruht in der Regel auf Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose ist auch die Ursache für weitere Volkskrankheiten wie eben die Herzerkrankung, die koronare Herzerkrankung, also auch der Herzinfarkt, gehört in dieselbe Gruppe wie der Schlaganfall. Und die arterielle Verschlusskrankheit, also die Schaufensterkrankheit. Auch das sind Krankheiten, die bei Schlaganfallpatienten vermehrt auftreten können. Wollen wir mal gucken, was vor dem Schlaganfall an Ursachen in Betracht kommt? Was wissen Sie da? An Ursachen, wie gesagt, hoher Blutdruck, Zucker, Übergewicht, Bewegungsmangel, Nikotin, das sind die häufigsten Risikofaktoren. Welche Gruppen sind besonders vom Schlaganfall betroffen? Der Schlaganfall ist eine Erkrankung des älteren Menschen, aber, das wissen Sie sicherlich, gibt auch immer wieder jüngere Menschen, also es gibt auch durchaus 30-, 40-Jährige, die bei einem entsprechenden Risikoprofil einen Schlaganfall erleiden. Sie haben eben schon gesagt, Herr Professor, der Schlaganfall ist sowas wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Gibt es dennoch Symptome, Alarmzeichen, die man für sich selber wahrnehmen kann, um ihn womöglich noch zu verhindern, den Schlaganfall? Es gibt Vorsymptome eines Schlaganfalls, eine flüchtige Halbseitenlähmung, eine flüchtige Sprachstörung. Das bezeichnen wir als sogenannte transitorisch-ischämische Attacken. Solche Episoden dauern häufig nur 10 Minuten oder sogar noch weniger Zeit an. Und das ist eben ein Warnsignal, das man ernst nehmen muss. Und das, was man machen sollte, wenn so etwas auftritt, ist ganz schnell sich in ärztliche Behandlung zu begeben. Und zwar nicht zum Hausarzt, sondern 112 wählen. Dann kommt der Rettungswagen und bringt den Patienten in dafür ausgerüstete Spezialabteilung. Wir haben gesagt, der Schlaganfall, der geht nicht einfach wieder vorüber, sondern er hinterlässt auch in den allermeisten Fällen wirklich starke Schädigungen zurück beim Patienten. Sind die denn überhaupt wieder reparabel, kann man das sagen? Nun, die Akutbehandlung zielt darauf ab, innerhalb der ersten Stunden die Durchblutung im Gehirn wieder herzustellen. Dazu gibt es diese Spezialstationen, die sogenannten Stroke Units oder Schlaganfallstationen. Aber auch hier können leider Gottes keine Wunder bewirkt werden, sodass doch ein beträchtlicher Anteil von Patienten mit Beeinträchtigungen zurückbleibt.
und diese Beeinträchtigungen dann rückgängig zu machen. Dazu gibt es momentan auch noch keine Möglichkeiten, außer eben eine Übungsbehandlung zu machen. Und das ist jetzt der Part, wo Frau Gebert gleich einsetzen wird. Es gibt Sprachtherapien, Bewegungstherapien, weil die Forschung zwar inzwischen weiß, was los ist, aber die Möglichkeiten, diese abgestorbenen Zellen wiederherzustellen, noch nicht gegeben ist. Mhm. Es gibt Versuche mit Stammzellen. Das Ganze ist aber noch nicht so weit, als dass es in den nächsten Jahren auch in den klinischen Einsatz kommt. Mhm. Frau Gebert, Sie wurden eben schon anmoderiert von Ihrem Kollegen. Wann genau kommen Sie als Logopädin ins Spiel? Wir kommen gleich zu Beginn ins Spiel. Auch nach dem Motto, also früh beginnen, auch viel gewinnen. Das heißt, schon am ersten Tag, wenn der Patient auf der Stroke Unit ist, haben wir ein therapeutisches Konzept, wo die Logopädin zuerst das Sprechen und vor allem das Schlucken abprüft, weil ja auch oft in der ersten Phase Medikamente verabreicht werden müssen. Und da muss sicher sein, dass der Patient auch gut schlucken kann. Ich prüfe das dann dementsprechend ab, überprüfe dann auch die Sprache, das Sprechen. Danach wird auch entschieden, kann der Patient essen? Was kann er essen, wie kann er essen, welche Hilfen benötigt er in dieser Phase. An zweiter Stelle kommt dann die Physiotherapeutin, die schaut sich an, wie der Bewegungsapparat ist, wie die Beweglichkeit ist, ob jemand auch aufstehen kann und zur Toilette gehen kann oder ob irgendwelche Lähmungen da sind, die dann auch gleich beeinflusst werden müssen. Dann ist es so, dass die Ergotherapeutin anschließend kommt. Ergotherapeuten, die behandeln ja die Arm- und Handfunktion. Und so ist es oft so, dass der Patient, der ein Glas Wasser jetzt heben möchte, das gar nicht kann und sich auch wundert, dass das nicht kann. Es geht oft einher auch mit Wahrnehmungsstörungen. Und da setzen wir sozusagen am ersten Tag an. Erst erfolgt eine ausführliche Diagnostik und dann beginnen wir ganz langsam in kleinen Schritten mit kleinen Übungen sozusagen mit der Rehabilitation zu beginnen. Das heißt, wiederherstellen, Wiedererwerb der verloren gegangenen Funktionen. Ist es ein realistisches Ziel zu sagen, wirklich die Fähigkeiten, die ein Patient vor dem Schlaganfall hatte, die komplett wieder zu reaktivieren? Wir versuchen das natürlich. Also das oberste Ziel ist natürlich die Wiederherstellung der verloren gegangenen Funktionen. Es ist natürlich so, bei schweren Beeinträchtigungen versuchen wir kompensatorisch dann auch schon zu handeln. Das heißt, wir versuchen Ersatzstrategien dem Patienten an die Hand zu geben, dass er sich trotz der Beeinschränkung frei bewegen kann oder selbstständig die Verrichtung ausführen kann. Das geschieht manchmal auch mit Hilfsmitteln. Aber das ist ein Prozess, der sich im Laufe der Zeit erst ergibt, wenn nach gewisser Zeit feststellbar ist, er kann bestimmte Bewegungen oder Funktionen nicht mehr wiedererlangen, gibt es auch sozusagen adaptive Maßnahmen. Dazu gehört zum Beispiel der Rollstuhl, wenn jemand nicht mehr laufen erlernen kann. Aber das steht erst eigentlich im Laufe der Rehabilitationskette, meist erst in der Reha-Klinik. Wir beginnen sozusagen in der akutesten Phase. Sie haben es eben schon angesprochen, die sogenannten Sprach- und Sprechstörungen. Ja. Vielleicht zu Anfang können Sie uns, um darauf noch etwas näher einzugehen, nochmal den Unterschied erläutern? Ja, die Sprachstörungen, man nennt die auch Aphasien, sind zentrale Störungen. Das heißt, das komplette Sprachsystem kann beeinträchtigt oder gestört sein. Sprachsystem heißt das Finden der Worte, das Verstehen der Worte, die Produktion der Worte. Manch einer kann auch Geschriebenes nicht mehr verstehen. Das heißt, jemand versucht jetzt einen Text zu lesen, aber weiß nicht, was da steht. Oder er hört die Sprache des anderen oder hört auch den Arzt sprechen und kann nicht verstehen, was er gesprochen hat. Das sind sogenannte Aphasien. Neben den Aphasien gibt es auch die sogenannten Dysarthrien oder Dysarthrophonien, ein komplizierter Begriff. Da geht es darum, dass sozusagen die Sprechwerkzeuge wie Zunge, Lippen, all das, was wir tun, wenn wir sprechen, beeinträchtigt sind. Man sagt eher sozusagen, die Aussprache ist da betroffen. Bei dieser Störung ist es allerdings so, dass die Betroffenen uns alle verstehen und auch lesen und schreiben können. Und das ist natürlich auch dann gleich der Ansatz, wenn schwere Dysarthrophonien sind. Ich kann demjenigen ein Blatt Papier geben, einen Stift geben und dann kann er das aufschreiben, was er möchte. Ein Aphasiker kann das nicht. Und er kommt damit zum Teil in eine sehr schreckliche Isolation hinein. Und davor müssen wir ihn bewahren, sodass ich schon ab dem ersten Tag, eigentlich in der ersten Stunde der Therapie, ihn befähige zu sprechen. Da gibt es Mechanismen, wo der Patient mit mir zusammen dann wieder erste Worte sprechen kann. Oder er zeigt in einem Buch auf Abbildungen, was er gerade haben möchte. Also Sie unterscheiden Sprach- und Sprechstörungen und auch in leichte und schwere Formen. Ja. Können Sie uns konkreter noch ein bisschen von den Übungen beispielsweise erzählen, die Sie machen? Ja,
Bei den schweren Aphasien, wo ich zu einem Patienten komme, der jetzt gar nichts mehr sprechen und antworten kann, versuche ich es mit sogenannten Reihensprechen. So Reihen sind 1, 2, 3, 4, 5 oder Montag, Dienstag, Mittwoch. Das wird begleitet von einem Sprechrhythmus. Da klopfe ich ganz sanft sozusagen auf die Hand, auf den Arm und versuche über ein Rhythmustraining in die Sprache hineinzukommen. Und das gelingt oft sehr gut. Mhm. Ich beginne mit 1, 2, 3 und der Patient spricht dann allmählich auch wieder weiter. Mhm. Eine andere sehr gute Möglichkeit ist es, auch über das Singen die Sprache wieder zu fördern. In der Regel ist es so, dass die Sprache ja in der linken Hirnhälfte gesteuert und abgerufen wird und die Musik sitzt in der rechten Hirnhälfte, also in dem Moment in der intakten Hirnhälfte. Wir versuchen über das Singen sozusagen in die gestörten Funktionen hineinzubekommen und so kann es sein, dass ein Betroffener nicht sprechen kann, mhm. aber wenn ich ein Lied anstimme, dass er mit mir zum Beispiel hoch auf dem gelben Wagen singen kann. Mit dem Patienten ist es natürlich sehr positiv und auch erfolgreich, weil er hört sich dann wieder sprechen und fasst natürlich Mut, dass es dann auch wieder vorangeht. Mhm. Sie beide sitzen ja nicht ohne Grund hier zusammen in dieser Kombination. Ich glaube, gerade beim Schlaganfall haben wir schon rausgehört, es ist wichtig, dass da auch interdisziplinär zusammengearbeitet wird. Und ein Punkt, an dem so eine Schnittstelle möglich ist, sind, glaube ich, die Schluckstörungen als eine entscheidende Konsequenz eines Schlaganfalls. Wie kommen Sie da beide zusammen? Und eigentlich gehören noch viel mehr Leute hier an den Tisch. Auch die Pflege gehört hier noch dazu. Auch die Pflege ist spezialisiert auf der Stroke Unit, sich mit Schlaganfallpatienten zu befassen. Nun zu Ihrer Frage bezüglich der Schluckstörung. Wir haben in Harburg die Möglichkeit, mit der sogenannten Fieberendoskopie dem Menschen beim Schlucken zuzugucken. Sie müssen sich das so vorstellen, dass man mit einer feinen Sonde durch die Nase hineingeht in den Rachen und man dem Patienten dann etwas schlucken lässt. Und wir können dann sehen, wo das, was der Mensch schlucken soll, eigentlich landet. Landet es in der Speiseröhre, wo es hingehört, oder landet es vielleicht in der Luftröhre, also in der Trachea, wo es nicht hingehört und eben dann zu Lungenentzündungen, zu Pneumonien führen kann. Mhm.